Eines der Geheimnisse einer erfüllenden Beziehung ist konsequente Eigenliebe, gegenseitiges Verständnis und Kommunikationsfähigkeit. Hallo Jana, herzlich willkommen zu einem Gespräch über dein neues Buch. Vielen Dank. Genau genommen sind das ja schon 3 kleine Geheimnisse. Mhm. Und ich freue mich, dass wir heute uns über dein ganz, ganz, ganz neues Buch unterhalten dürfen. Und das ist so neu, dass ich noch das Manuskript in der Hand halte. Jana, jetzt bin ich aber auch gespannt. Wie bist du dazu gekommen? Was war deine Motivation, nicht nur ein Buch über erfüllte Beziehungen zu schreiben, sondern auch noch das Geheimnis zu lüften? In der Tat habe ich mir mit so einem bodenständigen Thema, was den ganzen Alltag ja ausfüllt, Zeit gelassen. Nun, das Thema ist ja, unser ganzes Leben wird auf Beziehungen aufgebaut. Und da sollte es selbstverständlich sein, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns aufbauen, die uns unterstützen, die uns stärken. So wie auch wir als vollwertige Mitglieder unserer Gemeinschaft darstellen. Mhm. Dieses Verständnis für eine gegenseitige Liebe, für eine gegenseitige Unterstützung, ist für mich das Grundelixier meines Lebens. Und umso mehr hat es mich all die vielen, vielen Jahre, wo ich schon Seminare mit so vielen Menschen mache, wo ich schon so viele Bücher geschrieben habe, über Spiritualität, über Gott, Engel, Heilung, Jenseits, gewundert, dass gerade bei diesem Thema, sprich liebevolle Beziehungen, das tatsächliche Miteinander, Liebe in die Gemeinschaft hineinzubringen, auch die Nächstenliebe, eigentlich das größte Hindernis so darstellt. In meinen Kursen wie Heilelehrgängen habe ich nebenbei immer wieder dieses Thema erwähnt, und nie ein Hauptthema daraus gemacht, doch mich immer gewundert, dass bei diesem Thema gerade die Energie sich veränderte, die Mimik der Zuhörer sich veränderte, die Not förmlich in den Augen größer wurde. Und dann fing ich an, Fragen zu sammeln. Mich immer mehr umzuhören, was in den Menschen denn tatsächlich beinahe Tragisches lebt, wenn es um Beziehungen geht, geschweige um Beziehung zu sich selber. Ja. Und wenn wir heute auch in unserer Kultur uns umschauen, quasi jede zweite Beziehung geht kaputt, sich aufeinander einzulassen, wirklich verbindlich zu sein, in guten wie auch in schlechten Zeiten miteinander zu reifen, das ist sowas von nicht mehr selbstverständlich geworden. Und eine Beziehung ist dafür da, dass man sich gegenseitig in der persönlichen Entwicklung unterstützt. Nicht umsonst sieht man Menschen, die je stabiler ihre Beziehung ist, umso erfolgreicher sie auch im Berufsleben da sind. Mhm. Nicht umsonst gibt es solche Aussagen wie hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Und heutzutage auch natürlich andersrum. Umgekehrt hinter jeder starken Frau steht auch ein starker Mann. Mhm. Und man sieht in jedem Berufsbereich, wenn die Beziehung nicht heilsam ist, dass sie so viel Erfolgsenergie auffrisst, dass es einem wirklich in seinem beruflichen Tätigkeit absolut fehlt. Mhm. Gerade im therapeutischen Bereich, wo man so viel Kraft für andere Menschen aufbrauchen muss, sieht man sehr deutlich, wenn man sie plötzlich nicht hat, die ganzen Konflikte, die Energie auffressen, dann wird auch die Praxis plötzlich leer. Man sieht gerade an solchen Berufsschichten, dass es immer mehr um Authentizität, um eine Vorbildfunktion auch geht, dass man die Harmonie, die man vermitteln möchte, die er auch selber leben muss, sie für sich erlangen muss. Und eine Beziehung ist ja einem ständigen Wandel unterlegen.
Und in unserer romantischen Vorstellung von Perfektion und Starrheit denkt man, jetzt so wie in der Verliebtheitsphase es war, muss es so bleiben. Und biologisch gesehen ist das so gar nicht eingeplant. Das heißt, der Mensch träumt von etwas nicht Erreichbaren und vor lauter Wunschvorstellungen versäumt er wahre Chancen, versäumt er die wahre Liebe. Und diese Fragen und Hindernisse, die begegneten mir im Zwischenmenschlichen in allen Berufsschichten, in allen Altersschichten. Und somit war mir klar, das Thema ist so übergreifend und so groß, es ist natürlich auch eine Herausforderung, sie auf einen Nenner zu bringen, denn jeder Mensch ist anders, seine Beziehung ist anders. Doch so habe ich eben mich darum bemüht, einen klaren Weg der einer liebevollen Lebensphilosophie und tiefen Psychologie zu finden, um eine wirklich stabile Heimat in uns selbst zu entfalten und in unserem Zuhause für unsere Familien, für unsere Kinder auch zu entwickeln. Und die Fragen nach der Liebe, die sind natürlich auch kulturübergreifend und dürften niemanden kalt lassen. Und so habe ich mir nach vielen, vielen Jahren an Gedanken um das Thema dann doch gesagt, okay, ich werde schon seit so langer Zeit an diesem Thema durch die Fragen der Seminarteilnehmer herangeführt. Und jetzt hat mir die geistige Welt auch das Inhaltsverzeichnis gezeigt. Dann ist es jetzt an der Zeit, eben die nächste Kreativität des Schreibens diesem Thema zu widmen. Und heute verstehe ich umso mehr, warum das so wichtig war. Nachdem du es geschrieben hast jetzt, ja? Ja. Je stabiler wir in uns und in unseren Beziehungen sind, umso lichtvoller gestalten wir natürlich auch die Welt, verständlicherweise. Ich habe so einen wundervollen Spruch vor einigen Wochen gelesen, da wurde ein altes Ehepaar einfach gefragt, ja, was ist euer Geheimnis, dass ihr schon so lange und so glücklich auch noch verheiratet seid? Und da sagte die Frau ganz einfach nur, früher wurde noch repariert, heute wird nur weggeschmissen. Recht hat sie, ja. Und das ist das sich in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt nicht, dass man mit Gewalt zusammenbleiben soll. Manchmal ist eine Beziehung einfach zu Ende. Genau. Das fühlt man dann aber auch. Dann ist sie wirklich zu Ende. Aber wenn es nur Reibereien sind, wo der andere mir was spiegelt und ich ihm ja auch was spiegel, und daran können wir ja wachsen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu lernen. Und das hast du in deinem Buch ganz wundervoll aufgefangen. Denn dein Buch hast du geschrieben für alle Möglichkeiten, sag ich mal. Das heißt, wenn jemand kurz vor der Trennung steht. Ja. Wenn jemand in einer Beziehung ist, kann er da ganz tolle Hinweise finden, um diese Beziehung erfüllender zu machen, um sie wieder zu beleben, sollte sie schon auf dem Einschlafmodus sein. Und auch für alle anderen, die vielleicht sogar Partner gerade suchen. Das ist ja ein tolles, allumfassendes Werk. Ja, da hast du schon einen der wesentlichen Konflikte unserer Zeit benannt, dass die Menschen sich nicht mehr umeinander bemühen. Bemühen im Sinne von nicht sich aufzuopfern, um Gottes Willen, sondern es geht darum, aufrichtiges Interesse füreinander zu empfinden. Eine Beziehung lebt ja von gemeinsamen Werten. Und sprich, Aufrichtigkeit ist auch ein gemeinsamer Wert. Eine Beziehung sollte ein gemeinsamer sein. Es geht auch darum, eine Beziehung lebt auch von gemeinsamen Zielen, von gemeinsamen Träumen und natürlich auch von einem individuellen Freiraum für sich selbst, für die eigenen Interessen und Entfaltung. Und dieser Charakter von alles ist selbstverständlich, das führt sehr, sehr stark zum Trugschluss und zeigt unseren Kindern auch ein ganz anderes Menschheitsbild. Nicht ein Menschheitsbild, sprich füreinander da zu sein, sich aneinander zu interessieren, sondern wenn du nicht funktionierst, haben wir einen Konflikt oder gar Trennung. Und gerade auch unseren Kindern gegenüber
geht es ja, dass wir uns selbst gegenüber aufrichtig sind und ehrlich, unserer Beziehung gegenüber aufrichtig sind und ehrlich. Nichts ist ja perfekt, doch alles kann vollkommen sein. Und dementsprechend auch unseren Kindern im Sozialverhalten eben Werte wie Liebe, Mitgefühl, füreinander da zu sein, auch Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Probleme beim Namen zu nennen, Probleme gemeinsam auch zu lösen, daran zu arbeiten, das ist ja alles Lebenstüchtigkeit, worum es geht, wonach unsere Kinder in ihrem Sozialverhalten ja hungern, dursten. Und das ist ja auch etwas, was uns Erwachsenen, wenn, sofern wir uns erwachsen verhalten, auch eine Sicherheit und Rückgrat gibt und vor allem eine erwachsene Beziehung auch ausmacht. Und in diesem Buch geht es eben darum, dass wir wirklich begreifen, rechtzeitig begreifen, wo sind diese, durch die romantische Vorstellung von sich selbst, vom Partner, von einer Beziehung, von einer Lebensgestaltung, die Selbstsabotagen, die man ja mit einer anderen Beziehung ja schon wieder wiederholt, wenn man es eben nicht in die Selbsterkenntnis gefunden hat und somit eine authentische Heilung. Und wo, dass wir wirklich in der Selbsterkenntnis auch erkennen, wie kann ich meine liebevolle Partnerschaft zu mir selbst leben? Denn diese Beziehung muss an erster Stelle stehen und jeden Tag auch gepflegt werden. Denn erst wenn wir uns selbst in der Lage sind, friedvoll in die Augen zu schauen, mit all unseren Stärken und Schwächen, erst dann sind wir ja auch in der Lage, die Stärken und auch die Schwächen des Partners zu verstehen und sogar auch zu würdigen. Und damit auch die Beziehung und den anderen und auch sich selbst nicht zu überfordern. Und das wiederum führt ja auch dazu, dass wir in der Lage sind, unsere Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Und sie in ihrer persönlichen Entfaltung zu unterstützen. Und damit alle Menschen, die uns lieben, nichts für selbstverständlich nehmen und alle Menschen, die wir lieben, auch unsere Liebe nicht für selbstverständlich betrachten, sondern als ein, ja, als ein großes Geschenk Gottes, ja, großes Geschenk des Lebens. Und dann wachen wir mit Dankbarkeit auf und schlafen mit Dankbarkeit ein. Und erst wenn wir begreifen, dass alle Menschen, die in unserem Umfeld, die wir in unserem Herzen tragen, wirklich Geschenk sind und nicht Strafe, erst dann fangen alle und unsere Beziehungen und auch wir selbst an zu gedeihen, aufzuatmen, aufzublühen. Und somit, so wie ich für spirituelle Praxis und psychologische Tiefe stehe, ist das Buch erfüllt von Aufklärung, von tiefer Weisheit und natürlich auch von Fallbeispielen, die auch auf praxisnahe Umsetzung aufbauen. Das ist ja das, was die Menschen interessiert. Ja, das Leben muss gelebt werden und nicht nur geträumt. Und ich betrachte liebevolle Beziehungen, ganz gleich welcher Art, als wahren Weg zu einer überpersönlichen Liebe, zu einem wahren Lebenssinn. Und in meinem Umfeld nehme ich keinen Menschen als selbstverständlich wahr. Und wenn ich keinen Menschen als selbstverständlich wahrnehme, komme ich dann auch nicht auf die Idee, den Menschen zu beurteilen oder gar zu verurteilen und damit an diesen Menschen irgendwelche falsche Erwartungshaltungen zu stellen und somit mich über ihm zu stellen oder unter ihm zu stellen, sondern erwachsene Beziehungen führen durch Wertschätzung, Mitgefühl und auch Selbstbewusstsein auf Augenhöhe. Genau. Darum geht es, dass jeder Mensch sich in seine Ich-Bin-Kraft erhöht und ein aktiver, bewusster Teil der Gemeinschaft, seiner Gemeinschaft ist. Das heißt, die Grundlage einer wirklich guten Beziehung ist eigentlich eine gesunde Selbstliebe. Wir müssen die Selbstliebe ein bisschen definieren. Weil das ist schon so, wird so häufig gebraucht und doch natürlich falsch verstanden. Wir leben in einem Zeitalter der Selbstverliebtheit. Das
was anderes. Die Selbstverliebtheit ist dieses, jetzt komme ich und dann alle anderen. Das ist diese Ellenbogengesellschaft. Ja. Und das ist auch eben auch, lebt auch in unseren Beziehungen, wie diese Erwartungshaltung, jetzt habe ich was für die Beziehung getan, jetzt musst du aber auch was tun. Dieses ständige Fordern, dieses Geben und Nehmen, es muss selbstverständlich sein, von alleine sein, so wie es für jeden stimmig ist und nicht erzwungen. Und wir reden hier, diese Selbstverliebtheit hat was Kämpferisches. Und Kampf führt zum Druck und Druck führt immer zum Gegendruck. Das ist diese klassische Mentalität, die wir in uns selbst gegenüber vorleben, in unseren Beziehungen leben und auch den Druck, den wir auch an unseren Kindern ausbauen oder rauslassen. Und hier geht es um die Selbstliebe. Und die Selbstliebe begreifen wir nur, wenn wir begreifen, dass Liebe etwas Friedensstiftendes ist. Einem Gottes Ruhe, Gottes Stille näher bringt. Diese friedfertige Gestik dem Leben und allem gegenüber und natürlich sich selbst gegenüber. Das heißt, wenn wir akzeptieren, dass die Liebe und somit auch die Partnerschaft etwas auch leise sein darf, voller Geborgenheit sein darf, nicht immer laut und ekstatisch, nicht immer Action, sondern es darf harmonisch sein, vorausgesetzt, man ist in der Lage, die Harmonie zu ertragen. Weil viele können die Harmonie gar nicht ertragen und erschaffen Konflikte in Beziehungen selbst und wundern sich, warum sie immer Disharmonie haben. Also das Buch ist auch eine große Reise zur Selbsterkenntnis und zur Selbstbefreiung. Und Selbstliebe, das ist immer diese Gestik, dieses Ich ruhe in mir und es ist schön, dass es mich gibt und es ist schön, dass es dich gibt. Das ist dieses Leben und Leben lassen. Das ist diese friedensstiftende Gestik bedeutet im Alltag Sozialfähigkeit. Ich sehe, du hast jetzt eine andere Meinung und ich kann sie stehen lassen. Das bedeutet nicht, dass du dadurch schlechter bist oder ich. Frei von Bewertung, sondern ich lasse die Eindrücke erstmal wirken, bevor ich mir dann eine eigenständige Meinung mache, ohne manipuliert zu sein, ohne unter Druck zu geraten. Also ich nehme mir diesen Ruhepol und diese Freiheit und Eigenverantwortung, meine Angelegenheiten in mir zu reflektieren. Und da benötigt man natürlich die intensivste Form der spirituellen Praxis, nämlich den Umgang auch mit seinem Unterbewusstsein, weil wir leben ja die Dramen, die wir unseren Eltern abgeguckt haben. Ja. Und oftmals sind wir so unbewusst, dass wir es nicht mal merken. Wir denken, die Welt ist so und dabei ist nur unsere kleine Welt so. Und je mehr wir uns nach weisen Menschen orientieren und nach Menschen, die in ihren Beziehungen mehr ruhen, umso mehr erweitern wir auch unser Horizont. Und deshalb ist auch dieses Buch so wichtig, neuen Gedanken gut zuzulassen, neue Reflexion, neue Heilung zuzulassen. Denn das, was wir heute begreifen, erleuchtet, erstrahlt das, was uns in Zukunft begegnen wird. Und deshalb hat es eben auch sehr, sehr viel Tiefe, sehr viel bodenständige Praxis, um dieses höhere Licht der Liebe zu erlangen, was man unter bedingungslosen Liebe sich im Moment erst nur vorstellen kann. Ja. Und deshalb die erste Fähigkeit, ich übernehme selbst die Verantwortung für meine Emotionen, anstatt in die Täterrolle zu gehen und aggressiv auf die loszugehen, die etwas in mir ausgelöst haben. Oder anstatt in die Opferrolle hineinzugehen und mich im Schneckenhaus zu verkriechen und zu schmollen, wie ein Kind, sondern ich wachse aus der Angst heraus der inneren Prägungen, der alten Prägungen, stelle die Philosophie der Liebe über allem und reflektiere, begreife, heile in meiner Selbstliebe und gehe mit diesem Rückgrat, mit diesem Mitgefühl und Verständnis, vor allem Nachsicht. Je nachsichtiger ich mir selbst gegenüber werde, umso nachsichtiger ja auch dem Partner und den Kindern und der Welt.
mit dieser Qualität gehe ich dann in die Welt. Mhm. Und da die innere Welt natürlich die äußere beeinflusst, gestaltet, geht das Ganze natürlich Hand in Hand einher. Ja. Also Selbstliebe ist eine Fähigkeit auch, sich selbst in die Augen zu schauen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und die Gabe, die man jeden Tag natürlich kultivieren muss, in sich ruhen zu können. Denn dann kann ich auch wie ein Fels in der Brandung in konfliktreichen Situationen meine Ruhe bewahren, indem ich beobachte, indem ich Eindrücke sammle, anstatt sofort eine einseitige Meinung zu bilden und anzugreifen oder zu flüchten. Das ist der Anfang und auch das Ende einer persönlichen Entwicklung. Und diese Qualität, sprich, ich bin ein göttliches Wesen und in meiner göttlichen Natur bin ich dafür geboren, zu lieben, lieben und geliebt zu werden. Und diesem Auftrag gehe ich nach, mit der Kraft, die mir zusteht, und empfange das, was sein darf. Ich habe gesehen, du machst aber auch vor keinem Punkt Halt in dem Buch. Du wirst auch provokativ, so ein kleines bisschen. Und wenn ich ins Inhaltsverzeichnis gucke, dann steht da auch Liebe, Sex und Partnerschaft. Mhm. Du hast das Thema Sexualität also auch sehr intensiv behandelt und hast darüber einiges geschrieben. Möchtest du uns dazu was sagen? Ich persönlich wüsste nicht, was an der Sexualität provokativ sein sollte. Denn körperliche Liebe, sprich die Hautberührung, ist ja die intensivste Form des Empfindens, der gegenseitigen Nähe. Mhm. Und das ist die intensivste Form des Vertrauens, denn wen lassen wir heutzutage an uns heran? Die Menschen vereinsamen immer mehr, indem sie sich in ihren vier Wänden verstecken, die Familien wohnen nicht mehr zusammen, man isoliert sich immer mehr. Auf den ersten Blick ist es ein einfacherer Weg, aber langfristig entsteht eine Leere in der Seele. Ja. Mhm. Und das ist ja so auch ein Zeitgeistphänomen. Eine Gesellschaft, die Kindergärten braucht, wird eine Gesellschaft sein, die auch Altenheime brauchen wird, weil das macht ja was in der Seelenkonstitution etwas aus. Und eine Liebe dürfte keine Begrenzung haben. Und eine erfüllte Sexualität innerhalb einer Partnerschaft steht auch sehr stark für die Harmonie in einer Partnerschaft. Mhm. Da fühlt sich der Partner und die Partnerin vom anderen angenommen, dann lebt sie ja nochmal und eher ganz anders vom Herzen, steht ganz anders in der Welt da, als wenn man unterschwellig, wie auch ganz offensichtlich, den anderen sich vom Leib hält und die Nähe nicht zulässt, sich nicht hingibt. Und diese emotionale Hingabe des intensiven Vertrauens ist auch in den meisten Beziehungen auch ein, findet ihren Weg durch den Ausdruck von einer körperlichen Hingabe aneinander, zueinander. Denn wir wissen ja auch, wenn das Kind geboren wird und das Baby der Mutter direkt auf die nackte Brust gelegt wird, wie das auf das Organismus, auf das Immunsystem, auf das Nervensystem, auf das Urvertrauen wirkt. Und diese intensivste Form der Nähe über Hautkontakt eben mit dem Partner, sie bleibt ja weiterhin von Bedeutung. Und deshalb, wenn man so Ablehnungen zueinander spürt, in körperlicher Hinsicht, dann kann es sein, dass da natürlich gewisse Traumata nicht erlöst worden sind, weil das immer was mit Vertrauen zu tun hat. Mit Selbstvertrauen, wie kann ich mich in meinem Körper wohlfühlen, mich fallen lassen, mit dem Vertrauen zu seinem Partner, wie kann ich mich in seine Umarmung fallen lassen und wie kann ich mich auf den Moment einlassen mit meinem Partner,
bzw. Partnerin und da sein, den Herzschlag spüren, den Duft wahrnehmen, ganz präsent sein. Und das Problem ist, warum in vielen Partnerschaften ja kriselt und auch die Menschen aus Unzufriedenheit auch fremd gehen, weil sie sich nicht rechtzeitig diese Fragen stellen, sondern die Ersatzbefriedigung, weil es auf den ersten Blick einfacher ist, im Außen suchen. Und damit sich eben weitere Probleme natürlich anhäufen, anstatt in die Entwicklung hineinzugehen. Mhm. Und deshalb, sobald eine Unzufriedenheit da sein sollte, sollte man so viel Selbstwahrnehmungsvermögen haben, da sind wir wieder bei der Selbstliebe, ja, dass man in eine Reflexion hineingeht und auch in die Kommunikation. Denn ein weiterer wesentlicher Aspekt für eine erfüllte Beziehung ist die gegenseitige Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Wirklich rechtzeitig aussprechen, was einem nicht passt und daran gemeinsam reifen, daran gemeinsam arbeiten. Denn letztendlich ist das, was jetzt vordergründig ist, in einer Seeleneigenschaft zu reifen und nicht zu flüchten, ja, in die Ersatzbefriedigung oder in einen Konsum einfach auszutauschen, den Partner, ja, die Beziehung. Und wenn ein Mensch seine Freiheit seines Willens ergreift und in Eigenverantwortung wächst, dann blüht er mehr auf in der Selbsterkenntnis. Mhm. Und dann kann auch seine Beziehung aufblühen. Denn fast jede Partnerschaft hat dann auch eine Chance, neu zu erstrahlen, ganz gleich wie lange, wie alt die Partnerschaft schon ist. Mhm. Und eben, wenn die Partnerschaft wirklich vorbei ist, sprich, man hat keine gemeinsamen Werte, keine gemeinsamen Ziele, kein gegenseitiges Interesse und die Partnerschaft ist wirklich vorbei, dann ist man aber auch in der Lage, im Frieden auseinanderzugehen, in Würde und in Wertschätzung. Denn auch das ist, jede Beziehung, jede Trennung sollte auch in Würde und in Liebe, mhm, stattfinden. Und deshalb geht es in diesem Buch nicht, zusammenbleiben ist richtig oder sich trennen ist richtig, das muss jeder für sich wissen. In diesem Buch geht es weniger um, was ist richtig, so erwachsen muss jeder sein, für sich das selber zu entscheiden, sondern um das Wie. Es geht um diese inneren Werte, um diesen inneren klaren Blick. Wie betrachte ich mein Leben und was bringe ich eigentlich in mein Leben hinein? Welchen Teil übernehme ich eigentlich in meiner Partnerschaft? Was unterstütze ich? Mhm. Belastenden Aspekt oder aufbauenden Aspekt? Und was unterstützt eben auch der andere? Und wo treffen wir uns in der Gemeinsamkeit? Und wo dürfen wir auch unterschiedlich sein? Um diese Freiheit der stetigen Entwicklung geht es dabei. Ein weiteres Stichwort, das ist das Lebensjahr 7. Das finde ich jetzt spannend. Das heißt, du sagst also, dass es im Grunde mit 7 Jahren zusammenhängt. Was bedeutet das für eine Partnerschaft? Wir kennen in der Philosophie und Psychologie, dass der Mensch sich sozusagen in 7 Schritten entwickelt. Also das Kind von Geburt bis zum 7. Lebensjahr, mhm, also bis zur Schulreife, befindet sich in einem anderen Entwicklung wie das Kind zwischen 7. und 14. Lebensjahr und so weiter. Ja. Das heißt, jeder Zyklus hat seinen Schwerpunkt, berechtigten Schwerpunkt, in welchem der Körper sich entwickelt und verändert, in welchem die Seele, die Emotionen, die Bedürfnisse sich entwickeln, mhm, und auch verändern können und auch der Geist, in welchem sich eben am Anfang des Lebens eher vorwärts drängend ist, dann sich wieder neu finden muss, wo eben auch Wünsche sich verändern. Das heißt, der Mensch ist in einer stetigen Entwicklung, Veränderung unterlegen. Und da Beziehungen durch Menschen entstehen, ist es nur selbstverständlich, dass auch Beziehungen sich dauerhaft verändern sollten.
Weil wenn Starrheit kommt, wie zum Beispiel, wir haben jetzt Kinder großgezogen, unser Ziel erreicht, unsere Werte den Kindern vermittelt und jetzt können wir miteinander nichts anfangen, dann ist es kein Wunder, dass durch die Starrheit entweder gemütliches Elend kommt, die Entwicklung nach unten Elend, geht, oder durch diese Erstarrung einem einfach zu eng wird. Mhm. Er erstickt am lebendigen Leibe und Trennung vonstatten geht. Das heißt, es ist wichtig zu begreifen, ja, jetzt ist ein großes Ziel erreicht, jetzt sind wir in einem anderen Alter, mit anderen Bedürfnissen, aber dass wir uns wie Teenager ganz von Anfang an die Fragen stellen, wer bin ich, was will ich, was macht mich aus, wie will ich eine Beziehung führen, was sind meine Werte, die Karten neu auf den Tisch legen. Mhm. Und durch gegenseitiges Interesse auch wieder gemeinsame Ziele definieren, gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen entwickeln und sich neu erfinden. Ich erlebe im Leben, dass es mit jeder Lebensherausforderung darum geht, sich neu zu erfinden. Und dafür muss man nicht 50 sein, 60 sein oder älter. Das Leben bietet einem stetig Möglichkeiten dazu und fordert einen heraus. Und wenn ein Mensch einfach so unbewusst absitzt, sein Leben, die Situation und Entscheidungen nicht trifft, dann entscheidet das globalere Schicksal. Mhm. Sprich, eine Nichtentscheidung ist auch eine Entscheidung. Das dann an jemand anderes zu übergeben, aber dann fühlt man sich natürlich berechtigterweise wie so ein Blättchen im Winde, wo andere entscheiden, in welche Richtung es hingeht. Und deshalb ist diese aus der Selbstliebe heraus und Kommunikationsfähigkeit heraus, aus der Fähigkeit in sich zu ruhen und neugierig in die Welt zu schauen, das ist unser Jungbrunnen. Das ist eine wahre Aufrichtigkeit. Und eine Fähigkeit, die Beziehung in jedem Stadium, in jedem Lebensalter zu segnen und nicht als selbstverständlich zu erachten, das ist das Wesentliche. Denn wenn wir eine Beziehung als selbstverständlich anfangen zu betrachten, das ist dann der Anfang vom Ende. Mhm. Weil die Wertschätzung völlig weggeht, ja, dem anderen gegenüber. Und wenn wir eine Beziehung segnen und neugierig sind, uns immer wieder neu herauszufordern, uns neu zu definieren, neugierig sind auf gemeinsame neue Erfahrungen, wenn wir die Liebe des anderen, die Nähe des anderen, das Teilen unseres Lebens nicht als selbstverständlich betrachten, sondern segnen, dann kann sich die Beziehung neu entwickeln. Und selbst wenn diese Beziehung dann auseinandergehen sollte, dann weiß man, es ist richtig. Dann wünscht man dem anderen nur das Beste und auch sich selbst. Und das sind so eigentlich selbstverständliche Werte der Wertschätzung und Dankbarkeit, die aber durch diese Monotonität, durch diese Gedankenlosigkeit, durch diese Überforderung, über Belastung immer mehr so verstaubt und die Beziehung dann auch erstickt. Und deshalb, wenn wir Beziehung zu uns selbst eben pflegen, dann haben wir ganz anderes Gefühl für uns und damit eben auch für die Menschen, die bereit sind, mit uns ihre Lebenszeit zu teilen. Ja. Und es ist ein Irrtum, der Vorstellung zu verfallen, die Beziehung muss immer so sein. Da das einzig Beständige im Leben die Veränderung ist, ist es nur natürlich und auch ein Zeichen für Gesundheit, dass die Beziehung sich wandelt und wir in unserer Liebe und Flexibilität eben auch im Fluss des Lebens sein sollen und Freude daran haben, das Neue zuzulassen zu dürfen, vielleicht das Alte, woran man, die alten Schuhe, aus welchen man herausgewachsen ist, loslassen zu können. Und das eine oder andere, um nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, einfach auch mal sein lassen zu können. Denn vieles, vieles wird enorm übertrieben, weil der Mensch noch nicht gelernt hat, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und das Wesentliche ist der innere Friede,
der dann friedvoll und voller Wertschätzung in unsere Beziehungen, auch in privater Natur, in beruflicher Natur und auch gesundheitlicher Natur hineinfließen darf. Du hast das ja so richtig tief alles ergründet in dem Buch. Das merke ich schon an deinen Ausführungen jetzt. Das fühlt sich jetzt total spannend an. Also ich freue mich schon, wenn es rauskommt, dass ich dann ganz lesen kann, denn jetzt konnte ich ja nur ganz kurz reingucken. Und ich habe auch gesehen, dass du das Thema Eifersucht angeschnitten hast. Magst du uns dazu noch kurz was sagen? Da viele Menschen mich gefragt haben, ob Eifersucht heilbar sei, habe ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich habe festgestellt, erst einmal ist natürlich Eifersucht ein natürliches Empfinden. Denn wenn wir das Gefühl haben, unsere Partnerschaft wird von einem außenstehenden Menschen bedroht, dann wollen wir natürlich unsere Beziehung auch verteidigen. Dieses natürliche Empfinden, solange es uns in Achtsamkeit unterstützt und Wertschätzung auch der Partnerschaft gegenüber, solange ist es produktiv. Natürlich, wenn es krankhaft wird, dass man sich die Frage stellen muss, Moment mal, ich zerschlage meine Beziehung durch Eifersucht. Wonach suche ich denn im Eifer? Nach welcher Kontrolle? Nach welcher Sicherheit, die es so ja nicht gibt? Dann besteht die Gefahr, dass der Mensch, dass ein Partner, der eifersüchtig, der krankhaft eifersüchtig ist, seinen Partner als ein Besitz betrachtet und eben die Luft zum Atmen wegnimmt. Und das sind natürlich alles unglückbringende Dinge und die entstehen ja alles aus dem Mangel des eigenen Selbstwertgefühls heraus. Das heißt, da müsste man ansetzen und da stimmt es mit einem selber was nicht und nicht mit der Beziehung. Und somit ist das eben ein sehr individuelles Gefühl, individuelles Unterfangen. Und dementsprechend geht es auch in diesem Buch, dass wir mit unseren Gefühlen sinnvoll umgehen, würdevoll umgehen und keine falschen Erwartungen an uns selbst sowie auch an den anderen stellen. Ein selbstbewusster Mensch, das heißt ein Mensch, der sich seiner Gedanken bewusst ist, ein Mensch, der sich seinen Gefühlen bewusst ist, ein Mensch, der sich seiner Taten bewusst ist, der ruht in sich wie ein Felsen der Brandung und strahlt eine Souveränität aus, nämlich, ich bin wertvoll, du bist wertvoll und wenn wir gemeinsam unser Leben teilen dürfen, so freue ich mich und wenn du dich gegen mich entscheidest, so wünsche ich dir alles Gute. Er wird nicht klammern. Und somit ein selbstbewusster Mensch wird stets mit einem aufgerichteten Rückgrat durch die Welt gehen, mit einer segnenden Ausstrahlung voll inneren Wissens, dass das, was eh nicht zu mir gehört, sowieso früher oder später abfallen wird, damit das verbleiben oder mich zu mir kommen kann, was wirklich meins ist. Das heißt, so ein Mensch wird seinen Selbstwert niemals vom anderen abhängig machen oder vom Partner definieren. Und deshalb, wenn Menschen mich fragen, wann kommt denn meine Traumbeziehung, mein Traumpartner, dann sage ich immer, nimm dir bitte mindestens ein Jahr Zeit nach einer kaputten Beziehung, um deine Beziehung mit dir selbst zu leben, deine ganze Aufmerksamkeit und Liebe in dich zu investieren. Um alles zu reflektieren, wie in dieser inneren Transformationsreise, was war, was geklappt hat und warum und was nicht geklappt hat und warum. Reife in deine Würde, in deinen Werten, in deine Lebensphilosophie daran, und halte die Beziehung mit dir selber mal aus.
Und halte mal die Harmonie mit dir selber aus. Erst wenn du harmoniefähig bist, schwingst du so in dieser Resonanz, dass du auch harmoniefähigen Menschen anziehst, dass du auf diesen harmoniefähigen Menschen resonieren kannst. Und somit sollte man immer sich in den Vordergrund stellen, in seine Eigenverantwortung, also in seiner täglichen Meditation die Liebe zu sich spüren, in seiner täglichen Meditation seine Familie, seine Beziehung segnen. In diesem Segen möge alles sich licht und sinnvoll und gesund für alle Beteiligten entwickeln. Also freilassend, nicht fordernd. Und nach gemeinsamen Zeiten, gemeinsamen Unternehmungen schauen, nach einer gemeinsamen liebevollen Qualität jeden Tag. Wir sollten wirklich bewusst uns machen, wie viele Minuten unterhalten wir uns wirklich und was machen wir den Rest des Tages. Das sagt eben auch viel über die Achtsamkeit aus und über die Entwicklung der Qualität in der Zukunft. Und dadurch entsteht ein noch aufrichtiges Interesse, Wertschätzung, Kommunikationsfähigkeit. Und das sind Qualitäten, die einem wirkliche Liebe, die Höhen und Tiefen überdauert, ermöglicht. Und nicht ein kurzlebiges Gedankengut. Das war jetzt schon wirklich sehr tief. Wundervoll. Magst du uns abschließend in der Vorstellung deines neuen Buches noch eine Botschaft mitgeben, die uns noch, geht glaube ich gar nicht, ne? noch gespannter werden lässt auf dein neues Buch? Ich beziehe ja meine Kraft von der Weisheit der Engel und schaue gerne bei so einer Aufgabe nach den Engeln, welche sind da und was wirkt da. Und ich sehe übergreifend für uns alle das Lichtbild von Familienengeln. Und Familienengel kommen nicht mit dem Standesamt, sondern mit Geburt der Kinder. Und bei Patchwork-Familien kommt noch ein Familienengel, der alle nochmal in der Synchronizität, in der Liebe mit einhüllt. Und je intensiver natürlich die Liebe und soziale Bereitschaft unter den Menschen, umso mehr kann diese heilige Kraft wirken. Selbst in den bodenständigen Bereichen werden wir nie allein gelassen. Und so sehe ich vor mir gerade im himmelblauen Licht funkelnd Familienengeln mit sehr weichen, großen, wie eine Decke Lichtflügeln, die sich um die Welt, um die Familien legt. Und die Botschaft an uns: Glaubet stets aneinander. Und so möge diese heilige Qualität uns durch alle Bereiche jeden Tag begleiten und uns die Augen für das Wesentliche, für die Liebe in allem aufmachen. Danke dir, danke den Engeln. Vielleicht konnten wir euch ein ganz kleines bisschen mit den Worten, die Jana jetzt für euch gefunden hat, für uns gefunden hat, neugierig machen auf das neue Buch von Jana Haas.